Hallo und herzlich willkommen zum Making-of der Dragon Ball Z Verarsche 2016-2017, der einzigen Jahresverarsche in Spielfilmlänge. Tja, was kann ich zu dieser Jahresverarsche sagen? Sie hat mich wohl von allem am meisten geprägt. Sie hat mich 3 Jahre meines Lebens gekostet. Meine gesamte Abiturzeit. Fangen wir am besten am Anfang an. Nachdem ich die Jahresverarsche 2013-2014 hochgeladen habe und gesehen habe, was für ein massiver Erfolg diese Verarsche wurde, war mir schnell klar, dass ich an diesen Erfolg anknüpfen musste und ein noch besseres Video erstellen musste. Aber wie soll man sich selbst übertreffen, wenn man bereits in den Vorgänger sein ganzes Können gesteckt hat? Ganz einfach, man muss sich weiterentwickeln. Und so fing ich an, mich mehr und mehr mit Sony Vegas zu beschäftigen, bis es schließlich für lange, lange Zeit zu meinem einzigen Schnittprogramm werden sollte. Alle bis dato hochgeladenen Videos auf meinem Kanal wurden mit Sony Vegas Pro 13 bzw. 14 geschnitten. Vorbei waren die Zeiten von nur einer Videospur und Audiospur. Plötzlich konnte ich Bildeffekte in einem einzigen Schnittprojekt ohne zusätzliche Schritte und Programme einfügen. Ich fing an, meine Ideen zu skripten. Zuerst waren es nur wenige, dann wurden es schon mehr und mehr und immer mehr, bis ich mich schließlich bei 181 übernommenen Witzen sah. Zur Einreihung. Meine erste Jahresverarsche bestand aus 13 Witzen, die zweite aus 60 und nun die dritte mit ganzen 181. Dreimal so viel wie meine vorherige Verarsche. Ein gigantisches Mammutprojekt, das für mich später copyright-technisch eine Höllenfahrt werden sollte. Nach vielen, wirklich sehr vielen Teasern auf meinem Kanal, Teilausschnitte und nicht eingehaltenen Veröffentlichungszeiten wurde mir klar, dass dieses Video sehr viel mehr Arbeit werden würde, als ich dachte. Man kann also schnell erkennen, dass diese Verarsche etwas Besonderes für mich ist und ich würde sie auch heute noch, 5 Jahre später, teilweise als mein Magnum Opus bezeichnen, also dem Besten, was ich in Sicht auf die Witzqualität zu bieten habe. Deswegen gibt es auch ab dieser Verarsche keine remasterten Versionen mehr der Jahresverarschen, weil ich sie auch noch nach meinem heutigen Stand als sehr gut gemacht empfinde. Lange Zeit war dieses Video auch bearbeitungstechnisch mein Magnum Opus. Diese Ehre wurde jedoch von meiner im Sommer 2021 kommenden Dragon Ball Z Verarsche 2021-2022 eingenommen, aber dazu mehr in dem entsprechenden Video. Kommen wir zu meiner Arbeitsstruktur bei dieser Verarsche. Wer sich an meine Arbeitsstruktur bei der Jahresverarsche 2013-2014 erinnert, wird hier nichts Neues entdecken. Ich habe, wie dort auch, für jeden Witz einen einzelnen Ordner erstellt, innerhalb dieses Ordners alle Materialien und Projektdateien eingeladen. Hier habe ich jedoch, anders als in der vorherigen Verarsche, die Witze selbst als Video rausgerendert und diese einzelnen Clips dann für das finale Video in eine Sequenz zusammengelegt. Das hat zwar den Nachteil, dass man dadurch leicht an Bildqualität verliert, da man das Video so mehr als einmal exportiert, dies erspart aber auch sehr viel Zeit, da man ansonsten die erstellten Projekte wieder 1:1 in der finalen Sequenz nachbauen müsste. Auch hier wurden die Verarschen nach meinem persönlichen Vorlieben sortiert, die meiner Meinung nach schlechtesten Witze sind am Anfang und die besten am Ende. Auch habe ich hier zwischen normalen Videos und Musikvideos unterschieden bei der Sortierung. Das Skript habe ich hier erstmals schön ordentlich in einem Word-Dokument mit entsprechenden Nummern hinterlegt. Sie ähneln trotzdem weiterhin Schmiernotizen. Wichtig ist ja nur, dass ich als Ersteller meine Notizen lesen kann. Dazu kommt, dass ich bereits angefangen habe, eventuelles Footage vorzuschlagen. Sehr viel mehr gibt es dazu aber auch nicht zu sagen. Kommen wir zum Cover. Das Cover dieser Verarsche ist das erste, das verschiedene Versionen hat und sogar verschiedene Namen. Da das Video aus Zeitgründen nach hinten verschoben werden musste, hieß es zuerst Jahresverarsche 2014-2015, wurde dann aber im Laufe der Bearbeitung zur aktuell bekannten Dragon Ball Z Verarsche 2016-2017. Natürlich wurde dieses auch in Microsoft Word erstellt. Video, Fun Facts und Outtakes. Kommen wir zum Hauptteil. Vorab, auch in diesem Video gab es Outtakes und alternative Versionen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch gerne das Outtake-Video zu dieser Verarsche an. Link dazu in der Beschreibung. Übrigens ist das jetzt die erste Verarsche, die insgesamt nur eine Version hat. Die beiden vorherigen Versionen hatten verschiedene Schnittfassungen oder wurden remastert. Nein, dieses Video ist weiterhin genau so geschnitten, wie ich es auch beim ersten Upload erstellt hatte.
Hier sehen wir gleich zu Beginn, dass ich hier angefangen habe, Werbung für meine anderen Kanäle und Videos zu machen, weil ich erwartet habe, dass dieses Video ein so großer Hit wie die Jahresverarsche 2013-2014 werden würde. Leider wurde es nie so, vor allem deswegen, weil die vielen Copyright-Verstöße das Video daran hinderten, viral zu gehen. Aktuell hat es immerhin knapp 10.000 Klicks, was natürlich schon viel ist, aber im Vergleich zu den insgesamt 80.000 Klicks der vorherigen Verarsche leider gering. Hier haben wir wieder ein SpongeBob-Intro. Geplant war zuerst, dass ich auf Thaddäus mein Kanal-Logo packe und Siegbert Schnösel dann die Hater sein sollten. Ich war halt sehr aufgeregt, weil es wie gesagt mein Magnum Opus-Video war und es vor Aufregung schnell hinter mich bringen wollte. Ihr kennt das sicherlich, zum Beispiel wenn ihr ein Referat vortragen müsst oder sowas. Die Hater waren Siegbert, die sich schon darauf freuten, mich scheitern zu sehen, und die Fanfaren sollten dann eben mit großen Tamtam und Tada mein Video starten. Deswegen auch ein verhältnismäßig schnelles Intro, damit es eben nach den 3 langen Jahren und dann immer wieder Verschiebung des Veröffentlichungstermins endlich losgehen konnte. Dieses Video ist übrigens das einzige, das ich mit Witzen verstückt habe, das aus 2 verschiedenen Schnittprogrammen stammt. Teilweise aus Sony Vegas und teilweise noch aus Movie Maker. Generell sieht man, dass sich hier das Pacing wesentlich verbessert und viele Bewegungen rhythmischer an die Musik und Sprache angepasst wurden. Hier haben wir schon wieder direkt am Anfang einen Dragon Ball Z Abridged Anspielung. Klassiker für meine Jahresverarschen. Hier haben wir die erste größere Bildbearbeitung. Hier habe ich das TV-Bild bearbeitet. Auf diese Idee hat mich tatsächlich ein spanisches Verarschungsvideo gebracht. Eine Last-Minute-Änderung, die mir wirklich erst sehr spät in der Bearbeitung eingefallen ist. Vorher war bei diesem Witz Son Gohan zu sehen, wie er sehr schnell rennt. Es ist fast schon peinlich, wie spät es mir eingefallen ist, dass es in der Dragon Ball Welt ein blaues Wesen gibt, das sehr schnell ist. Genauso wie Sonic. Dieser Witz hat früher noch gepasst, da man damals Lord Beerus noch als Bills kannte. Heute nennt ihn aber so gut wie jeder einfach nur Beerus und keiner Bills. Die Idee und Vorlage für diesen Witz kam von einem meiner Zuschauer. Wer weiß, ob der heute noch aktiv ist. Falls du das tatsächlich sehen solltest, dann hallo. Das war einer der ersten Witze, an denen ich für diese Verarsche gearbeitet habe. Das ist einer von mehreren Witzen, die im Laufe der Bearbeitung dieses Videos immer wieder verändert wurden. Einmal zum Beispiel von Movie Maker erstellt, dann von Sony Vegas erstellt, dann einmal mit Dragon Ball Z Footage und zuletzt schließlich mit Dragon Ball Kai Footage. Auch von diesem Witz gibt es verschiedene Schnittfassungen. Einmal in einer längeren Fassung, dann später mit besserem Pacing. Das Schwerste hier dran war, das M von Margin umzudrehen. In den 3 Jahren der Erstellung dieses Videos war das ein Problem, was mich immer wieder verfolgt hat. Es hat relativ lange gedauert, bis ich endlich darauf gekommen bin, wie man so etwas am besten umsetzen kann. Der insgesamt 2. Witz, den ich für diese Verarsche jemals erstellt habe. Dieser Witz hat auch verschiedene Schnittfassungen. Am Ende habe ich in der finalen Version das Footage von Team Gohan rückwärts ablaufen lassen, damit das Lachen die größere Mundbewegung hat als das Sprechen. In der ersten Version war das noch umgekehrt. Das war ein sehr schwieriger Witz, weil ich nicht wusste, mit welchem Footage ich das am besten füllen kann. Den Ton hatte ich von einer anderen Verarsche genommen, die großen Einfluss auf meine Witze hatte. Die unsinnige Anime-Verarsche von damals Cyborg Gohan 175. Das eigentliche Bild, das sieht man auch in dem Outtake-Video zu dieser Verarsche, sollte Goku sein, wie er gerade eine Salve an Kamehamehas an Buu abfeuert. Letztendlich hat mir diese Version einfach besser gefallen, vor allem weil der Blitz auch so gut zu diesem Nachladegeräusch passt. Eigentlich kann ich Bob's Burgers nicht wirklich leiden und schaue das auch nicht gerne. Aber einmal, als ich das ausnahmsweise geguckt habe, ist mir direkt in den ersten Minuten ein guter Witz für meine Dragon Ball Z-Verarsche eingefallen. Vielleicht sollte ich der Serie doch eine Chance geben. Vielen Dank an meinen Klassenkameraden Peter, der gefühlt die ganze Stufe lang nur Witze über New Kids gemacht hat. Hier war mir die insgesamte Reihenfolge des Witzes sehr wichtig, damit es auch so wirkt, als würden sie auf den vorherigen Witz reagieren und darüber lachen. Bildbearbeitung à la Microsoft Word. Deshalb sieht oben auch seine Lippe so seltsam aus. Die Kugel finde ich allerdings gut getroffen. Hier kann man sehen, dass sich meine Fähigkeiten in PowerPoint und Microsoft Word schon wesentlich verbessert haben. Vor allem im Vergleich zum ersten Teil der Jahresverarschen. Der einzige Kim Possible-related Witz in der gesamten Dragon Ball Z-Jahresverarsche. Obwohl ich als Kind jede Folge gesehen habe. Dieser Witz hätte eigentlich ganz anders aufgebaut sein sollen. Meister Kaio hätte hier auf die vielen Verletzungen reagieren sollen, die Yamshu im Laufe der Reihe erlitten hätte. Lustigerweise habe ich diese Version des Witzes leicht abgewandelt in der im Sommer 2021
erscheinenden Dragon Ball Z Verarsche 2021-2022 umsetzen können. Hier auch ganz interessant, ich stand vor der Aufgabe, vieles in nur kurzer Zeit zu zeigen und das mit Ton zu unterstützen. War meiner Meinung nach auch mit heutigem Stand noch gut dafür gemacht, mit dem Dragon Ball Z Soundtrack zu nutzen. Transition à la Windows Live Movie Maker. Hier ein kleiner Fehler von mir, den ich heute auf jeden Fall korrigieren würde. Hier haben wir zwei Vegeta und Goku Witze mit teilweise selben Footage direkt hintereinander. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Hier war es mir auch wichtig, die Schläge und vor allem den Eierschlag perfekt zu der Musik zu timen, was mir meiner Meinung nach ganz gut gelungen ist. Hier sieht man leider ein Negativbeispiel von Bandicam. Zu diesem Zeitpunkt stimmte irgendetwas mit den Einstellungen nicht, weshalb der immer mit einem Echo oder Hall aufgenommen hat. Das wird man auch noch an weiteren Stellen innerhalb der Verarsche sehen. Es dauerte einige Zeit, bis ich dieses Problem gefixt habe. Hier sieht man auch wieder schön, dass diese Verarsche teilweise wie eine Zeitkapsel ist. Zu dieser Zeit war der erste Teil von Frozen bzw. die Eiskönigin einfach der gehypteste Film des Jahres. Dies war auch einer der ersten Witze, die ich erstellt hatte und hat deswegen auch viele verschiedene Schnittfassungen mit Z-Footage, mit Kai-Footage, mit verschiedenen Schnittprogrammen und verschiedenen Pacing. Mein erster Versuch, selber die Mundbewegungen eines Charakters zu beeinflussen, leider grottig geworden, schon damals und vor allem nach heutigem Stand. Diese andere Bildbearbeitungsqualität. Dieser Witz hatte schon immer Pacing-Probleme mit sehr kleinem Payoff, also sehr wenig Lustigkeit. Die erste Version war sogar doppelt so lang. Und selbst diese gekürzte Fassung finde ich noch viel zu lang. Ach ja, die guten alten Space Frogs. Besonders lustig ist der Witz, wenn man weiß, dass das der gleiche deutsche Synchronsprecher ist. Das war auch einer der schwersten umsetzbaren Witze. Davon gibt es so viele verschiedene Schnittfassungen. Ich denke aber, dass die finale Version ganz gut geworden ist. Auch wenn da viele Zeitsprünge durch Schnitte gesetzt werden mussten. Dieser Witz war ein Outtake aus der vorherigen Jahresverarsche. Es ist immer schön, wenn man Outtakes aus dem vorherigen Teil im nächsten Teil umsetzen kann, weil man eine Lösung gefunden hat oder einfach technisch besser geworden ist. Hier in Anlehnung an das Lehrergespräch aus dem vorherigen Teil. Auch hier wieder die Zeitkapsel. Ich meine, wer erinnert sich noch an Ted? Dieser Witz war vom Ton her auch schwer umzusetzen, aber ist letztlich ganz gut geworden. Und hier, Ladies and Gentlemen, der allererste Witz, den ich für dieses Video erstellt und geskriptet habe. Diese anderen Wordbild-Bearbeitungsskills. Dieser Witz war auch schwer umzusetzen. Vor allem am Ende musste ich den nochmal neu rendern und das Footage spiegeln, damit sie sich auch immer von derselben Seite ansprechen und nicht plötzlich auf einer anderen Seite sind. Dieser Witz hat wirklich einen langen Aufbau, der glaube ich heute nicht mehr wirklich nötig gewesen wäre. Guckt man genauer hin, habe ich einen extra Layer oder eine extra Ebene für den unteren Bereich gemacht, nur damit der Gürtel im richtigen Moment leuchtet. Das sind die Arten von Videobildbearbeitung, die ich heute sehr viel häufiger nutze als damals. Ich bereue es, hier keine Einblenden mit Schokolade gemacht zu haben, wo man sicherlich einen Witz hätte noch machen können. Dieses Klatschen besteht aus nur zwei Frames, die sich immer wieder abwechseln. Hier war es schwer, den Kopf auch wirklich hinter der Türe verschwinden zu lassen. Dafür habe ich einen extra Layer gebraucht. Einer meiner All-Time-Favorite-Witze, weil das auch so verdammt gut zu den Bildern passt. Den kann ich auch 1:1 nachsprechen. Er bringt mich jedes Mal wieder zum Lachen. Das ist ein super Witz geworden, aber leider fand ich kein Sprachsample vom Freezer, deshalb musste ich einen auf Goku drauf platzieren. Dieser Witz wurde auch im Laufe der Bearbeitung einmal verändert, weil noch ein Footage von Super dazugekommen ist. Vorher stand da einfach nur Freezer-Saga, was ja streng genommen kein Wiederkommen ist. Von diesem Witz gab es auch viele verschiedene Versionen, vor allem wegen dem Footage, also den Köpfen und den vermissten Poster. Auf diesem Poster sind auch viele verschiedene Easter Eggs, wie zum Beispiel der Goku, der fröhlich lächelt, während Gohan im Hintergrund von Bojack erdrückt wird. Auch für das Polizeiauto musste ich ein extra Layer ansetzen, damit das Plakat auch wirklich hinter der Autotüre verschwindet. Auch Bolis Kopf hatte vorher anders ausgesehen. Mit der finalen Version bin ich so jetzt aber sehr zufrieden. Dieser Witz wurde eigentlich für eine andere Verarschenreihe von mir entwickelt. Den Kurzverarschen. Ich fand den Witz aber so gut, dass ich den mit in diese Jahresverarschenreihe aufgenommen habe. Ganz künstlerisch die Bilder zuerst grau und dann beim Flyaway schön farbprächtig. Versteht ihr? Candy Shop, weil Beerus Candy mag, hier auch einen schönen Loop eingefügt und auch die Bildbearbeitung am Ende wieder on top.
Hier bin ich einmalig zu dem tatsächlichen Filmbild gesprungen, weil ich einfach kein weiteres Dragon Ball Footage für diesen Witz gefunden habe. Hier wieder ein schöner Beweis dafür, dass diese Videos wie Zeitkapseln sind und zeigen, was zu dieser Zeit gerade angesagt war. Auch dieser wurde zuerst für eine Kurzverarsche entwickelt, dann aber später, weil er mir so gut gefallen hat, in die Jahresverarschen übernommen. In dieser Verarsche sind wirklich sehr viele Herkules-Witze. Einfach weil Disney Herkules und Ein Königreich für ein Lama meine beiden Lieblings-Disney-Filme sind, wenn es um die Comedy geht. Und ich habe keine Ahnung, was diese Edit am Ende sollte. Ich wusste nicht, wie ich die Szene enden lassen soll. Ein sehr später Edit, der mir erst ziemlich am Ende eingefallen ist. Dieser Witz hat am meisten Versionen, weil ich zu diesem Witz immer ein Problem mit dem Containerformat hatte. Es hat sehr lange gedauert, bis der Witz so stand, wie er jetzt ist. Hier habe ich mich in der Bildbearbeitung auch richtig ausgetobt. Beachtet auch im Hintergrund die Stellenausschreibung nach einem neuen Babysitter. Dieses Footage habe ich rückwärts abspielen lassen, damit es von Beerus zu Vegeta geht und nicht von Vegeta zu Beerus. Durch diese Umkehrung sieht man das Ergebnis der Attacke erst zum Schluss. Es hat mir so einfach besser gefallen. Hier fand ich es früher ganz lustig, dass er im Text sagt Destiny. Schließlich gibt es auch ein Spiel mit dem Namen. Hier haben wir etwas eher Unbekanntes von Disney. Wer von euch kennt die Serie Barbaren Dave? Würde echt mal gerne wissen, wie viele Zuschauer da ein Ach ja, genau und wie viele einen Hä, was? Moment haben. Wie auch vorhin haben wir hier wieder einen sehr schönen Dialog zwischen Kyle und Cartman, also zwischen Trunks und Goten. Das Footage hat auch hier wieder wunderbar gepasst. Für diesen Witz habe ich auch jede Sprachszene von Trunks und aus dem zweiten Broly-Film genommen. Also für mehr wäre da echt kein Platz mehr gewesen und ich hätte dann von einem anderen Film-Footage nehmen müssen. Schwer war es auch, diesen weißen Erinnerungsfilm vielleicht so anzupassen, dass er nicht auf die schwarzen 4:3 Balken übergeht. Gelöst habe ich das, glaube ich, dadurch, dass ich die schwarzen Balken als separate Ebene für diesen Witz über den weißen Flash gelegt habe. Hey, seht mal, alle namenhaften, teilweise nicht kanonischen Saiyajins, die bei einem Treffen von Goku und Raditz hätten angekündigt werden sollen. Eine ganze separate Ebene, nur damit das Nasenspray auch wirklich in die Nase reingeht. Ein Witz, den ich schon sehr früh fertig hatte und unglaublich viele Änderungen und Anpassungen durchmachen musste. Die letzte Anpassung, die ich gemacht habe, war, dass das Footage immer eben bei diesen Nebensätzen quasi wechselt. Nach meiner Sortierung kommen wir übrigens jetzt in die Champions League der Witze und ich stehe da auch noch heute hinter. Hier kommen die besten Witze, die ich generell während meiner YouTube-Zeit gemacht habe. Hey, seht mal, der erste Crash Bandicoot-Witz in der Jahresverarsche. Und das, obwohl ich ein riesen Fan von Crash Bandicoot bin. Ein weiterer Witz wird in der nächsten Jahresverarsche, der Dragon Ball Z-Verarsche 2018-2019 kommen. Und ein anderer, sehr hochwertiger Crash Bandicoot-Witz wird in der im Sommer 2021 veröffentlichten Dragon Ball Z-Verarsche 2021-2022 kommen. Dieser Witz ist übrigens eine Mischung aus Film 7, Dragon Ball Kai und Dragon Ball GT-Footage. Bei der Sprachszene, das wird dir sicherlich gefallen, stelle ich mir vor, dass ich als Creator des Videos zu euch Zuschauern spreche. Hier auch ein toller Fan-Edit des Super Saiyajin Gottes, bevor man ihn offiziell in Battle of Gods sehen konnte. Hier ein kleiner Edit-Fehler, den ich mir nie ganz verzeihen werde, ich aber auch nie bearbeiten konnte. Dieses kurze Lachen hier ist nämlich auf der Erde, deswegen ist dieser Shot auch der einzige mit einem blauen Hintergrund, während alle anderen den Tsufuru-Hintergrund haben, welcher rot ist. Aber ich hoffe einfach, dass das die wenigsten stört oder am besten sogar gar nicht erst aufgefallen ist. Hier haben wir Mundbewegungen, die von Dragon Ball Z abridged sind, aber hier sieht man, dass es selbst dort Fehler gibt. Guckt man hier nach ganz links, kann man sehen, wie Teile des geschlossenen Mundes noch zu sehen sind. Außerdem hat diese Bildbearbeitung sehr lange gedauert umzusetzen, aber ist doch insgesamt toll geworden. Einer meiner Lieblingswitze, die keine eigentlichen Witze sind, sondern eher sogenannte AMVs oder einfach Musikvideos, finde ich auch heute noch einfach toll, obwohl das nur eine Filler-Folge ist. Auch abgesehen davon ein tolles Lied. Hier zum Schluss ist ein Fade von der Serie selber und ein Fade, den ich digital hinzugefügt habe. Auf diesen Witz bin ich sehr stolz, da jede Bewegung ein Geräusch verursacht. Er bewegt sich quasi passend zu der Musik. Dieser Witz war eigentlich viel länger geplant. Er hätte das gesamte Bad Boys Theme umfassen sollen. Das wäre aber viel zu viel gewesen, vor allem copyright-technisch. Diesen Witz habe ich nochmal komplett neu geschnitten, damit die Schnitte genau auf die der Musik passen. Vorher war es einfach nur eine wilde Aneinanderreihung von Bildern.
Die Idee dieses Witzes gab es bereits zu den Anfängen der ersten Jahresverarsche und ich habe auch eine sehr grobe, frühe Version dieses Witzes sogar mal unabhängig von der Jahresverarsche erstellt. Aber hier wurde es dann endlich Zeit, einen richtigen Witz für die Jahresverarsche zu machen. Damit die Sprachszenen immer abwechslungsreich sind, habe ich alle Folgen der Freezer-Saga geguckt, in denen Sabon vorkommt. Auch dieses Fotoshooting-Edits waren sehr aufwendig, mit dem Blitz und den Fan-Edits. Der Blitz ist im Prinzip einfach nur ein Standbild eines Sterns, gefolgt von einem komplett weißen Bild, die schnell hintereinander abgespielt werden. Zusätzlich wird das Fan-Edit-Bild noch leicht gestretched. Aber auf so etwas erstmal zu kommen, war für mich jedenfalls eine große Sache. Manche Elemente wie diese habe ich sogar aus meiner ersten groben Version übernommen, weil ich finde, dass sie damals wie heute gut gepasst haben. Dieser Witz war auch inspiriert aus einem Witz von Dragon Ball Z Abridged. Approaching from the planet. Names of Freezer soldiers. It's raining men. Hallelujah. Was auch besonders schwer an diesem Witz war, dass ich die Szene von Resurrection F damals aus dem Trailer nehmen musste, weil es noch kein Bildmaterial von dem Film zu dieser Zeit gab. Hier auch wieder die Zeitkapsel. Hans Entertainment mit Hoch die Hände Wochenende. Ein echter Klassiker. Für diesen Witz war ursprünglich eine Version geplant, die das gesamte Lied umfasst. Dann habe ich aber leider gesehen, dass diese vom Copyright totgefickt wurde. Also musste ich mit einer gekürzten Version zurechtkommen. Leider. Das Bild bei Eskalation war übrigens das, was ich für diesen Witz als letztes eingefügt habe, weil ich bis zum Schluss und eigentlich auch jetzt noch nicht so richtig weiß, mit was für einem Bild ich das füllen kann. Auch hier habe ich sehr unbekanntes Dragon Ball Material genutzt. Eine Werbung für einen Saft. Hier ein Shot in Anlehnung aus meinem JBO Wir haben eine Party Witz, wo ich dieselbe Art von Footage genutzt habe. Dieser Witz ist, wie man auch sieht, in Zusammenarbeit mit Luras Z-Subs TFS entstanden. Mit seiner Erlaubnis durfte ich diesen Witz verwenden. Der größte Teil ist sein Editing, was ich wirklich, wirklich gut finde. Mein Vorschlag war dann, bei dem Hände-Hoch-Part noch die entsprechenden Szenen zu nehmen, bei denen er für eine Genki-Dama Energie sammelt. Diesen Edit hat er übrigens auch eingearbeitet. Ich glaube, im Original hatte er hier einfach nur einen Loop gemacht, wie Broly seine Hände rauf und runter legt. Mein Vorschlag war dann eben, die Szenen zu nehmen, in denen die Erdlinge die Hände hoch haben, um für Gokus Genki-Dama zu helfen. Nur für diese Shots habe ich mir extra ein Animationsprogramm heruntergeladen, nur für den Text bei diesem einen Frame. Hier war es schwierig, die Schreie im Hintergrund so zu ordnen, dass das Footage auch dazu passt, hat meiner Meinung nach aber es wirklich gut geklappt. Kommen wir nun zum meiner Meinung nach besten Witz, den ich jemals in meiner YouTube-Karriere erstellt habe. Eine Dragon Ball Anpassung an das erste Pokémon-Intro. Leider kann ich euch das nicht zeigen, da das Copyright es blockieren würde. Ich habe jede Menge mögliche Coverversionen versucht. Selbst eine Version, in der mehrere Leute das Pokémon-Intro in einem Kino gesungen haben. Und trotzdem wird es vom Copyright noch erkannt. In der aktuellen englischen Version habe ich es immerhin stumm mit Untertiteln eingefügt, damit man es sich noch ungefähr vorstellen kann, wie es zum Bild gepasst hätte. Ich kann euch aber sagen, jeder Musikakzent, jedes Stück Text wurde dem Bild entsprechend angepasst. Was man im Wesentlichen im Text anpassen muss, ist, aus den Pokémon Dragon Balls zu machen. Und schon hast du's. Auch hier, wie in der Dragon Ball Z-Verarsche 2013-2014, meiner Meinung nach ein wunderschöner Übergang von Witz zur Credit Roll. Hier an der Credit Roll habe ich auch unglaublich lange gearbeitet. Logisch, das Material von 181 Witzen zusammenzusammeln und aufzuschreiben dauert. Und das dann auch noch richtig einzutragen mit dem Timecode und allem. Also glaubt mir, das hat wirklich, wirklich lange gedauert. Dazu habe ich erstmals ein kleines Vorschaufenster eingefügt, bei dem man die Dragon Ball Geschichte in Kurzversion sehen kann. Von Dragon Ball über Z bis nach GT. Ausgelassen dabei habe ich Super, die Filme und Specials. Dazu noch begleitet von Musikstücken, die mich und meine Kindheit geprägt hat oder zumindest ebenfalls mit der Thematik Kampf zu tun haben. Das wäre einmal Crash Bandicoot, ein Remix von einem Dragon Ball Intro, Naruto Musik, die übrigens auch in einem der Avatar Deleted Scenes Videos lief, einer meiner größten Inspirationen, und zum Schluss Musik aus Mortal Kombat, was ja auch eine Kämpferthematik hat. Das Vorschaufenster besteht aus den best animierten Stellen der Szenen. Das heißt zum Beispiel, der Freezer-Kampf ist nicht mit Dragon Ball Z oder Kai-Footage gefüllt, sondern besteht aus einem Resurrection F Trunks Special. Das ist ein kurzes TV-Special, das in Japan vor dem Film Resurrection F lief und nochmal neu animierte Szenen aus dem Kampf von Goku gegen Freezer zeigt.
Ebenso Cutscenes aus dem Spiel Ultimate Tenkaichi, besser animierte Rückblenden später in der Serie und viele, viele weitere solcher verschiedenster Quellen, die die entsprechenden Szenen zeigen. Auch das Layout des Abspanns mit dem Leuchten hinter dem Bild und den Dragon Balls reihum, da habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben. Wenn man darauf achtet, sieht man, dass alle 7 Dragon Balls hier zu sehen sind und Goku natürlich welchem hinterher fliegt? Genau, den mit den 4 Sternen, da dies sein Dragon Ball ist, den er von seinem Großvater geschenkt bekommen hat. Die einzige Änderung, die ich nachträglich gemacht hätte, ist, dass ich das Bild vom Kid Goku auf der Wolke im Laufe der Story hätte altern lassen. Also am Anfang sieht man mit dem Ball-Footage auch Kid Goku und dann mit dem Set-Footage sollte man dann den Goku aus Dragon Ball Z sehen und so weiter. Ursprünglich hatte ich auch noch geplant, einen Shenlong im Abspann zu platzieren, aber der Platz war einfach nicht da, sonst wäre es meiner Meinung nach zu überfüllt geworden. Was ich vom Rendern her noch weiß, ist, dass mein kleiner Laptop mit 6 GB RAM es nicht geschafft hat, den ganzen Abspann auf einmal zu rendern. Er ist mehrere Male abgestürzt. Deshalb besteht der Abspann, ich glaube, aus 8 verschiedenen einzelnen Parts, die ich dann nochmal in einer neuen Sequenz zusammengerendert habe. Eine wirklich wunderschöne Transition, auf die ich noch heute stolz bin. Auch hier wieder ein sehr schöner After-Credit-Gag. Diesen Witz hatte ich auch schon Ewigkeiten in meinem Kopf und erst damals umgesetzt. Tja, so viel zu meinem Magnum Opus. Ein insgesamt noch größerer Entwicklungssprung als der von der vorherigen Verarsche. Eine Verarsche, die wirklich, wirklich viel Arbeit war, aber auch umso belohnender zum Schluss. Eigentlich war es geplant, dass ich die Reihe hier am Höhepunkt beenden lasse. Aber ähnlich wie es bei Videospielen ist, muss nach einer tollen Trilogie noch ein ungeliebter 4. Teil erscheinen. Mehr dazu im nächsten Making-of. Schaut sie euch in dieser Playlist an.